Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Rodi. Mal wieder mit einem Autofahrvideo. Ich würde aber diesmal nicht am Stück sein, was ich jetzt mache. Na, du fahr doch. Ich werde ein Zwiebelfeld machen, weil gerade sehe ich auf dem Tank und der Tank sagt, füll mich nach. Ja, das werden wir jetzt gleich mal machen. Ich werde jetzt erstmal zu Danke tanken und dann geht's weiter. Ich fahre jetzt nämlich gerade ein paar Orte weiter, meine Oma holen. Die will sich die neue Wohnung ankicken, ihr habt sie ja schon gesehen, die Oma noch nicht. Ja, denn meine Mutter kommt auch noch, das wird richtig toll. Zu viel Östrogene bei mir im Haushalt, denn das ist nicht toll, auf Dauer geht auch nicht gut. Ja, ich hab's nicht weit bis zur Tanke, ich stehe jetzt nämlich hier gleich an der Ampel. Ich bin heute echt, ich bin nicht auf der Höhe heute, ich bin echt nicht auf der Höhe. Hat sich auch einiges, wie ihr gesehen habt, getan im Kanal. Wenn euch wundert, was das im Hintergrund ist, das Mucke. Was habe ich gerade drin? Kann ich mal so am Rand erwähnen. Das ist für immer Proll von... Album kann ich gerade nicht sehen. Dauert ewig hier. Zwiegespaltig, zweispaltig, Split, ach, das ist ein Split. Und das ist jetzt Krawallbrüder, glaube ich. Krawallbrüder, richtig. Ja, ich stehe da mehr so auf, Streetpunk heißt das jetzt. Das hieß früher, keine Ahnung wie das hieß, aber so Krawallbrüder, Berliner Weiße und sowas alles. Das zählt jetzt irgendwie komisch, Troopers, Toxpark und so. Das zählt jetzt irgendwie alle zu Streetpunk. Warum? Keine Ahnung, ist mir auch scheiße. Ja, Hauptsache, die machen weiter Mucke. So, dann bin ich auch schon an der Dange. Dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich im ausführlichen Video wieder. Dann werden wir mal ein bisschen labern, was so passiert, was kommt und ja, ein bisschen welche genauso erzählen. Ja, die Zeit kriegen wir schon rum, würde ich sagen. So, da bin ich auch schon wieder. Wir können auch jetzt wieder los. Getankt. Tank ist schön voll. Sieht jedenfalls voll aus. Preis ist jetzt momentan, was ich getankt habe, kann ich euch auch mal sagen. Ich habe jetzt extra mal Super E10 getankt. Ich tanke sonst immer nur Super, aber für E36 habe ich da jetzt echt keinen Bock drauf. Und Kohle ist teuer. Und ja, ich habe jetzt Super E10 für 1,34 € bezahlt. Ihr holt den Liter. Gott sei Dank frisst der kleine Hobel hier nicht so viel. Da passt das dann schon immer. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Dann leck mich Arsch. Ist das ein Mistwetter, ey. Also, Entschuldigung, wenn ihr da jetzt... Ich werde auch gleich pfeifen hören, weil irgendwie ist hier diese rechte Seite ein bisschen undicht. Da kommt dann gleich... Weil ich fahre ja über Land und... will ja da nicht mit 50, 60 lang rauchen. Wa? Will ja kein Hindernis für andere sein. Da brauche ich meine E-Klappe da. Ja. Ich habe mir über Nacht Dragon Ball Xenoblade runtergeladen. Für die PS4. Da wird jetzt demnächst die Gameplay-Review kommen, wo ich mich megamäßig drauf freue. Ich bin ja ein absoluter Dragon Ball Fan. Ich habe ja alles auf DVD zu Hause stehen. Nee, nicht alle, da lüge ich jetzt. Die neueren Filme fehlen mir. Ich habe nur 8 Filme, 2 Spezials. Also die Geschichte von Son Gokus Vater und die Geschichte von Trunks. Sind die Spezials und dann halt hier Rache für Freezer und die ganzen Dinger, die habe ich halt alle. Also 8 Stück plus 2 Spezials. Auch den Kinofilm. Falls ihr schon gemerkt habt, ich habe einen Dampferkanal. Odin dampft. Findet da ja unten in der Videobeschreibung rechts. Also bei angesagte Kanäle. Da habe ich jetzt gerade eben auch. Deswegen bin ich ein bisschen unter Zeitdruck, weil das alles ein bisschen länger gedauert hat.
Videos online geschaltet, weil ich musste da erstmal noch die Beschreibung machen und ich wusste nicht, wie ich es nennen soll. Jetzt habe ich da hingeschrieben, Liquid selber machen Part 1 oder irgend sowas halt hingeschrieben. Ich hoffe, das gefällt euch so, wie ich es geschrieben habe. Ich muss mir das auch selber nochmal angucken. Ich habe das jetzt erstmal so pro forma gemacht. Weil ich mach die Videos ja und dann lade ich die hoch und dann, wenn die oben sind, lasse ich mir meinen Titel einfallen. Das ist ja nicht so, dass ich den von Anfang an weiß. Das ist alles immer so ein Spontan-Ding. Oder ich mache ein Video und sage, was ich hochladen werde demnächst und dann fällt mir beim Video machen schon der Name ein. Natürlich fällt mir der Name dann, wenn ich es hochladen will, nicht ein. Also muss ich mir das Video erstmal angucken. Lade das erstmal hoch dann in der Zeit, guck mir das Video an, schreibe mir das nochmal ab. Und wenn es dann hochgeladen ist oder beim Hochladen, benenne ich es dann so, wie ich es benannt haben werden will. Oder benannt werden soll. Mensch! Ja, da habe ich also bei Odins Test kommt, habe ich jetzt, was habe ich online geschaltet, das Unboxing von Flavor Smoke, von dem Liquid. Und da ist noch mehr mit bei. Guckt es euch mal an. Zu dem, was da drin ist, zu dem Liquid, zu dem Fruchtaroma. Ich habe ja mehrere Fruchtaromen gekriegt, also einen ganzen Batzen. Da wird es nochmal ein einzelnes Video geben, da habe ich noch nicht zugekommen. Weil Wochenende war meine Tochter halt wichtiger und da habe ich dann mal kein Video gemacht. Also habe ich schon ein Video gemacht abends, aber halt nicht zu viele, weil ich muss ja nächsten Tag wieder früh raus. Und da habe ich jetzt nicht tief genug gezogen. Ist der Akku noch voll? Ja. Und da waren noch andere Sachen mit bei, da wird jetzt Unboxing, Hardware-Check kommen. Also Hardware-Check, ich habe Probedampfen gemacht mit dem, was ich da gekriegt habe. Will nicht zu viel verraten, guckt euch das Video an. Aber ich habe das mit 12 Milligramm Nikotin hier hoch und das feuert ganz extrem durch. Also da muss ich jetzt warten, bis mein nächstes Päckchen da ist, dass ich mir eine Basis, ein Liquid anrichten kann auf einer Basis 0% Nikotin. Dass ich das darin machen kann, dass ich dann so damit nochmal Probedampf machen kann. Weil mit 12 ist, das feuert dir die Lunge so dermaßen weg, das haut durch, aber schmeckt richtig geil. Aber das ist voller der Waldfee. Ja, was kommt noch? Ja, das kommt. Mit Glück vielleicht Black and White für die PS4. So ein Download-Titel habe ich angefragt. Da muss ich jetzt noch warten, dass Activision mir schreibt, was da jetzt nur ist. Weil das habe ich durch den ganzen Umzug und alles voll verpeilt, mich da rechtzeitig anzumelden. Habe ich gestern nur die Nachricht gekriegt, dass es online ist, dass man das jetzt runterladen kann, im PSN und so. Da habe ich jetzt gleich mal eine E-Mail gestern Abend neu geschrieben. Mal gucken, wann sie sich melden. Wird ja auch, denke ich mal, im Laufe des Tages sein. Wie gesagt, im Dampferkanal kommt, kann ich euch nur ins Herz legen, Odin dampft nochmal, kann ich euch nur echt ans Herz legen, da habe ich jetzt gerade Liquid gemischt, ich habe Basis runter gemischt, das ist alles da, ich habe ein Vorstellungsvideo von der Hardware, was ich jetzt, müsste auch, glaube ich, schon online sein, ich weiß es nicht, und hohe Dampfen damit ist, glaube ich, auch online, die Hardware, also das, was ich da benutze zum Probedampfen, mache ich da eine Vorstellung bei Odins Test, da ist es schon da. Bei mir in meinem Kanal, also im Hauptkanal Odins Tests, da ist es noch nicht, weil da kommt Unboxing, Hardware-Check und da muss ich erstmal die Thumbnails, wie gesagt, dazu machen und die mache ich erst heute Abend. Polizei. Ja. Was gibt es noch zu erzählen? Ja, Dying Light muss ich noch Videos bearbeiten, schneiden, die kommen dann noch hochgeladen, wo ich dann im Koop spiele mit dem Onkel, mit dem Blue Hunter und dem Crash Quiz. Dann, was kommt noch? Ja, die Bewertung, die machen wir dann im TS. Onkel, sein PC ist jetzt gerade kaputt, da will ich jetzt warten, bis sein PC wieder da ist, also bis sein Netzteil wieder der neue da ist, dass er halt eine vernünftige Qualität hat. Heute mit dem Bullen hier los, ey. Jo, da war meine Speicherkarte voll. Muss ich erstmal ein paar Videos löschen, dass ich ein bisschen Speicher wieder habe. Jetzt habe ich 6 GB, das müsste eigentlich reichen für die letzten paar Meter.
muss ja jetzt hier nur durch Lucktown durch und ein bisschen Überland und dann bin ich ja bei Oma. Jetzt weiß ich auch ja nicht, wo ich stehen geblieben war. Toll. Faden verloren. Hätte ich mir mal Video noch eben noch mal den Rest angucken müssen, dann hätte ich gewusst, wo ich bin. Ah, so kann es gehen. So, ist ja normal. Scheiße, ja. Aber mal am Rande so angemerkt, ich habe euch ja erzählt, dass ich Videos zum Liquid Mischen gemacht habe. Das ist alles, was ich da gemacht habe, 1:1. Also praktisch eine Basis und Liquid. Und ich habe auch ein Video gemacht, wo ich die Basis, 36 Milligramm Nikotinbasis, runterregel auf 12 Milligramm Nikotin. Und dann Aroma rin klatsche und dann halt zwei Liquids damit gemacht. Immer 100 Milliliter habe ich aber nur damit veröffentlicht, weil beim anderen ist mir da ein paar Fails passiert. Zwei habe ich davon mal zusammengeschnitten, als Outtakes rin geklatscht. Aber hier habe ich jetzt keins davon, na doch, zwei davon drin. Ja, zwei. Ich werde jetzt nicht gesagt, das nicht. Ich habe einfach mal, auf gut Glück, habe ich mal zwei Liquids zusammengemischt in einer Dosierung 1:2. Ich habe ein Teil, also ein Milliliter Apfel, also grüner Apfel von Flavor Smoke drin und 2 Milliliter von, was habe ich da drin? Pina Colada. Ich habe einfach mal auf Glück mir mal so einen Tank voll gemacht damit. Wollte einfach mal testen. Und die haben schon richtig Aroma. Die anderen sind noch relativ am Reifen. Aber Apfel habe ich halt ein bisschen stärker gemacht gehabt. Das Liquid beim Mischen. Und dadurch hattet jetzt schon einen kräftigeren Apfelgeschmack. Und Pina Colada hatte ich ja noch fertiges Zeug da, das habe ich dann genommen. Und da habe ich jetzt hier einmal Apfel, also 1 Milliliter Apfel auf 2 Milliliter Pina Colada. Ich hatte gestern auch 1:1 gemacht, also 1,5 Apfel, 1,5 Pina Colada, war auch lecker. Ich bin da gerade mit den Millilitern am Testen. Also ich nehme mir mal eine kleine Spritze und mische den hierfür oder mische den direkt hier rein. Durch und so. Habe ich am Anfang gemacht, jetzt mache ich mal so eine kleine Flasche, so die ich noch habe zu mischen. Und ja, da mische ich das dann drinnen und mache es dann hier halt drin. Ist eine echt geile Zusammenstellung. Obwohl ich sagen muss, gestern, wo ich es direkt hier drin gemischt habe, war es noch ein Tick geiler, weil ich habe es nicht so doll durchgemischt gehabt und brauche ja eine Weile, bis sich das durchmengt und so. Da hatte ich 50-50, 1,5 und 1,5 und da war jedes Mal anders. Hast du dran gezogen, hast du erst mehr Apfel, dann Pina Colada geschmeckt. Beim zweiten Mal war dann vielleicht Pina Colada oder nochmal Apfel. Das war wie so ein Überraschungspaket, wenn du jetzt dran ziehst, wonach schmeckt das. Weil es mal mehr nach Apfel, mal mehr nach Pina Colada geschmeckt hat, fand ich extrem geil. Also das werde ich nochmal testen, wie ich das hinkriege, dass es wieder so ist. Weil jetzt hat es einen ausgewogenen ausgewogenen Geschmack, weil jetzt habe ich es ja in diesem kleinen Glas, in diesem kleinen Fläschchen gemacht. Ja. Und jetzt hat es eine ausgewogene Mischung. Ich schmecke Apfel, ich schmecke Pina Colada, ich schmecke alles und die Zusammenstellung. Hätte ich auch erst im ersten Augenblick gedacht, dachte ich, na scheiße, ja, test es da einfach mal. Probieren gegenüber studieren. Weil Apfel und Kokosnuss, also Pina Colada ist ja Kokosnuss drin, ist ja eigentlich so eine Zusammenstellung, wo man sagt, aber ich muss sagen, ja, schmeckt gut, schmeckt sehr gut. Kann ich echt nur empfehlen. Dann, das werde ich auch noch in Videoform umsetzen, wie ich das gemischt habe, werde ich euch das auch noch mal zeigen. Dann werde ich im Dampferkanal werde ich noch zwei Serien demnächst starten. Da warte ich aber noch auf Material. Ich werde einmal
eine Serie machen für Einsteiger. Mein Kanal ist sowieso für Einsteiger. Ich bin selber Einsteiger. Aber nochmal eine separate Reihe für Einsteiger, wo ich euch erkläre, welches Modell und warum und weshalb und was die Vor- und die Nachteile daran jetzt sind. Und die Pflege werde ich euch erklären, wie ihr das Ding pflegen könnt und oder sollt und ja, beachten. Also die sind sehr wartungsarm, die Dinger. Also das ist eigentlich relativ easy. Aber kamen ja auch viele Fragen zusammen, auch ob man ohne Liquid dampfen kann und so weiter alle. Das werde ich alle dann in diesen Videos beantworten und auch die dementsprechenden Links unter die Videos posten. Die werden wahrscheinlich auch wieder in Zusammenarbeit mit Flavorsmoke sein, also www.gutes-liquid.de. Da warte ich jetzt gerade noch. Dann werde ich wahrscheinlich noch neue Aromen kriegen zum Testen und machen. Ich werde auch am Wochenende, wenn es klappt, wenn ich bis dahin eine Flasche habe, ich habe keine Nagelflasche mehr. Sorry, aber ich habe nämlich ein Aroma, Night Dreams heißt es, ist von Flavorsmoke. Das ist noch nicht auf der Webseite zur Verfügung gestellt worden. Das kommt jetzt alles demnächst rein. Auch, die werden auch den Store demnächst oder innerhalb dieses Jahres soll der umgestellt werden, dass man sich da auch registrieren kann und dass die Daten erhalten bleiben. Also das soll alles kommen. Ich habe mit dem Chef da telefoniert und so und habe gefragt, weil kamen ja viele Fragen von euch wegen Anmelden und so. Das kommt, das alles am Machen. Und dieses Aroma Night Dreams hat er mir ans Herz gelegt, hat er mir mitgeschickt. Das gibt es noch nicht im Shop. Ich bin da mal sehr überrascht, weil er hat nicht so viel verraten, also nur dass es eine Eigenkreation von ihm selber ist und dass er davon sehr begeistert ist. Ich habe nur dran gerochen und es riecht extrem geil, sehr irgendwie fruchtig, aber nicht zu fruchtig, aber es ist nicht zuzuordnen, was das ist, was da für eine Frucht oder nach was das riecht. Also das riecht irgendwie nach mehreren Sachen, aber auch nichts Eindeutiges, also was man direkt raus riechen würde. Also ich bin da mal sehr gespannt. Ah, Lichthupe, okay, die Bullen. Warum fährt mir jetzt rum? Warum halte ich denn jetzt hier? Warum steht der? Ich bin auf der Landstraße und der steht. Ey, so weit kotzt mich doch an. Ich bin schon zu spät. Ist jetzt 1. Ich habe meiner Oma gesagt, ich bin vor 1 da. Ich habe noch nicht mal geschafft, meinen Haushalt zu machen. Das werde ich dann machen, wenn Oma will ja noch zu einer Nachbarin, die sie kennt. Da werde ich dann ja schnell Haushalt machen. Ach hier, die machen die Bäume. Oh, klasse. Und immer dann, wenn ich hier lang fahre. Toll. Ist auch richtig klasse. Ja, diese Night Dreams werde ich dann machen. Ich werde auch nochmal eins ohne Nikotin machen, wie gesagt, für den Akkuträger und den Clio Meiser, den ich da habe. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Geile Zusammenstellung. Ich hätte auch gerne mehr Liquids so am Anfang gleich getestet, aber ich hatte halt nur 3 E-Zigaretten. Ich habe meine BM Kleen und Ditte und da konnte ich halt nur 3 Geschmacksrichtungen, deswegen sind da nur erstmal diese 3 da. Da kommen aber definitiv noch mehr. So, meine Oma hat auch schon ein Tor aufgemacht. Ja, ich werde auch demnächst im Dampferkanal nochmal ein Video öffentlich machen, so meine Erfahrungen mit dem Dampfen. Oh, jetzt habe ich mehr Pina Colada, es schmeckt ganz leicht Apfel. Ah, doch, so kommt schon. Ich werde immer noch ganz schön ungläubig. Also die Kleine, die Starterdinger, die ich hatte oder noch habe, die sind ja nicht so aufgefallen, wenn ich damit durch die Stadt gelaufen bin, weil ich habe das ja auch unterwegs mitgenommen und wenn ich mein Nikotin brauche, habe ich auch gedampft ab und zu mal oder im Auto und das Ding kannst du hier in eine Jackentasche stecken, fällt kaum auf. Das ist natürlich ein bisschen auffälliger und schwerer, aber hat halt mehr Dampf und mehr Geschmack und so. Warmlichtanlage anmachen. Und hat halt natürlich mehr Power und so.
Auto an, weil ich Angst habe, dass das nicht mehr angeht, das Auto, weil Batterie ist im Arsch und die neue kommt heute. Die muss ich dann auch noch einbauen. Ja, das kommt dann alles noch im Dampferkanal. Ich würde jetzt hier das Video erstmal beenden, weil ich bin jetzt bei meiner Oma. Ich werde jetzt Oma holen und dann werde ich nach Hause fahren und dann heute Abend dieses Video bearbeiten und hochladen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Also ich muss es diesmal wirklich bearbeiten, weil ich hatte ja wie gesagt zwei Cuts, immer musste ich, immer war wegen Speicherkarte voll. Muss ich leider cutten, muss ich leider jetzt rüberschieben, und aber ich werde halt auch kein Intro davor klatschen, ich werde es nur zusammen und dann rendern und dann werde ich es hochjagen. Normalerweise nehme ich auf und lade gleich hoch, dass gleich was da ist. Geht jetzt nur leider nicht. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Ahoi, sagt euer Odin. Achso, wenn es euch gefällt, Daumen hoch wäre nicht schlecht. Ciao.